Moin, willkommen in Hamburg am S-Bahnhof Diepsteich. Seit Mitte Oktober 2022 ist dieser S-Bahn-Halt für circa ein Jahr geschlossen. Der Bahnsteig soll komplett erneuert werden. In diesem Video seht ihr Aufnahmen aus dem Jahr 2019, noch bevor mit dem Bau des Fernbahnhofs begonnen wurde, der hier neben der S-Bahn entstehen soll. Hier stehen wir östlich der Gleise und blicken nach Norden. Über den Trog auf der rechten Seite führt diese Fußgängerbrücke. Im Trog lag früher die Gleisverbindung zum ehemaligen Postbahnhof Altona. Der Tunnel der Plöner Straße bleibt auch während der Bauarbeiten benutzbar. Auf der anderen Seite der Gleise liegt die Schleswiger Straße. Hier ist es für die Busse ganz schön eng. Direkt neben dem Bahnhof liegt der Friedhof Diepsteich. Und hier befindet sich auch der westliche Eingang zum Diepsteichtunnel, einem Fußgängertunnel am nördlichen Ende des Bahnhofs. Gehen wir nun weiter durch den Tunnel. Hier sind wir wieder auf der östlichen Seite, am Plöner Stieg. In Diepsteich trennen sich die S-Bahn-Strecken nach Holstenstraße und nach Altona. Hier fährt eine S21 aus Holstenstraße ein. Eine S3 aus Altona wartet schon oben auf der Brücke. Thank you.
Die Weiche wird hier häufig gestellt. Westlich der S-Bahn-Gleise liegen die Fernbahngleise nach Kiel und Flensburg. Ein Zug der Nordbahn fährt in Richtung Elmshorn. An dieser Stelle soll der neue Fernbahnhof mit 6 Gleisen für Hamburg-Altona entstehen. Der Kopfbahnhof Hamburg-Altona wird dann geschlossen. Vom S-Bahnsteig aus ist diese Fläche wegen der Büsche schlecht zu sehen. Unten fährt ein Zug aus Westerland in den Kopfbahnhof Altona. Oben sehen wir eine S-Bahn zum tiefliegenden S-Bahnhof Altona. Am 21. Oktober sind die Bauarbeiten in vollem Gang. Am Anfang war die Strecke komplett geschlossen. Die S-Bahn wurde durch Busse ersetzt. Auch der Diebsteichtunnel ist geschlossen. Damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.